Herr, ich bin absolut unzufrieden mit meinem Körper. Ständig werde ich krank und mit 22 Jahren braucht man absolut nicht damit zu rechnen, am Bluthochdruck zu erkranken. Hier muss ein verdeckter Mangel vorliegen. Ich fordere von dir Gewährleistung und zwar Austausch meines Körpers. Hast du die Gebrauchsanweisung gelesen? Gebrauchsanweisung? Welche Gebrauchsanweisung? Ich bin doch nicht mit Gebrauchsanweisung zur Welt gekommen. Hast du überhaupt eine mitgeliefert? Wenn nicht, wäre das ein weiterer Gewährleistungsmangel. Doch, habe ich. Wie kannst du an mir zweifeln? Darin stand, dieser Körper verleiht keine übernatürlichen Kräfte. Tja, ich fürchte, die habe ich irgendwie übersehen. Anscheinend ist deiner Allwissenheit nicht entgangen, dass ich ein ziemlicher Adrenalin-Junkie war. Aber sag einmal, hast du dann nicht fürs Gehirn auch eine Gebrauchsanweisung mitgeliefert? Ja, das habe ich. Aber man müsste sie lesen. Tja, daran wird's wohl liegen, dass die Dummheit so um sich greift. Die Leute haben die Gebrauchsanweisung übersehen. Und wir kommen nun einmal nicht mit Lesefähigkeit zur Welt. Weißt du, Herr, ich habe da letztens so eine Doku über unser Gehirn gesehen und der Neurowissenschaftler hat Unglaubliches berichtet. Er hat gesagt, bis zum 6. Lebensjahr hat sich bereits ein Drittel unserer Gehirnsynapsen abgebaut. Und bis zum 12. sind es 2/3. Also bis wir diese Gebrauchsanweisung lesen und verstehen können, ist bereits 2/3 der Software zerstört. Oh, ich sehe ein Licht. Gott steh mir bei, wir sind auf Sendung. Liebe Brüder und Schwestern in Christo, nun kann ich wenigstens ohne Umschweife zum Thema kommen. Ich habe mit Dr. Aurora Amat gesprochen über dieses Thema und sie hat mir bestätigt, es liegt ein verdeckter Mangel vor. Wenn Sie unter 30 Jahren sind, übermitteln Sie uns Ihre Kontaktdaten. Wir reichen dann Sammelklage vor dem jüngsten Gericht ein. Es wird zwar ein Inquisitionsprozess, dennoch stehen die Chancen günstig, dass wir gewinnen und Sie Ihr Gehirn austauschen können oder zumindest Schadensersatz bekommen. Im breiten Netzwerk unserer Mutterkirche befindet sich natürlich ein italienischer Neurochirurg, der heuer bereits eine erste Hirntransplantation vorgenommen hat und sich natürlich bereit erklärt hat, unsere Mitglieder zu unterstützen. Nützen Sie also diese einmalige Gelegenheit und kontaktieren Sie uns. Danke fürs Zuschauen.